Bandprobe zu Winterthur. Der André, SRF 3 Best Talent im November, macht Mundartmusik. Seine Lieder tönen leicht, sind aber trotzdem tiefgründig. Musik ist nur dann wirklich spannend, wenn sie ehrlich ist und wenn sie dort angeht, wo es auch ein bisschen wehtut. Ich glaube, nur dann kann man wirklich Emotionen auslösen und etwas erreichen. Und das möchte ich mit meiner Musik. Zwischen den Konzerten, Interviewterminen und der Probe geht der 29-Jährige gerne hier an. Zum Walchenweiher direkt vor seiner Haustür. Ich bin so oft da, weil der Wald mir mega viel gibt, mega viel Ruhe und Fokus. Und ich kann da die Natur auch ein bisschen geniessen und abschalten, vielleicht mal nicht aufs Handy schauen, meine Gedanken ein bisschen Raum geben. Und ich habe außerdem mein Studio da oben und der Benji, mit dem ich die Songs produziere, hat sein Studio da unten. Und wenn wir beide jetzt mit in den Wald laufen, dann treffen wir uns genau da. Und nach dem Mittag gehen wir am Mittag ein bisschen laufen oder so, wenn wir gerade den Kopf voller Musik haben und ein bisschen Pause brauchen. Die Pause, die braucht er gerade. Als SRF 3 Best Talent ist er ziemlich gefragt. Als Kind hat er nie Musiker werden eigentlich. Sein Gitarrenlehrer hat ihm eines Tages gesagt, er solle doch mal ein Konzert geben. Der eine Auftritt hat zum anderen geführt und die Musik, die hat ihn nicht mehr losgelassen. Angefangen hat alles hier im Keller vom Haus von seinen Eltern. Hier zu Winterthur in der Nähe von seiner Familie und seinen Liebsten, da entstehen auch heute noch all seine Songs. In einem neuen Song geht es darum, dass ich auf Zürich gezogen bin und eigentlich dann sehr relativ schnell wieder zurückgekommen bin, einfach weil mir das so wichtig ist, die neuen Leute um mich herum. Ich bin hier bei meinem Vater im Haus, ich wohne mit meiner Freundin zusammen hier zu Winterthur. Das ist für mich wirklich das Wichtigste. Der André hat einen Bachelor in Popgitarre gemacht und ist gelernter Informatiker. Mit der Musik ist er jetzt am Durchstarten. Aber nicht um jeden Preis. Mit seinem Song «Kaffeetasse» besingt das Hamsterrad, wo viele Leute drin sind. Die Message von «Kaffeetasse» ist eigentlich, hey, du musst nicht mehr sein, als du selber bist. Es langt, wenn du dich selber bist. Und du musst dich nicht immer nur herausfordern und überfordern. Heisst aber auch ein bisschen ein ambitionsloses Leben? Es geht. Ich glaube, es ist eine grosse Ambition, sich selber zu sein und authentisch zu sein. Ich glaube, das ist nicht mega einfach.